Wir sind wieder da im nächsten Teil Black Mirror 2, immer noch hier an Bord. Ich bin nicht wirklich schlauer, aber es kann eigentlich nur was mit den Dingen zu tun haben, die wir jetzt hier gefunden haben. Weil wir kommen hier nicht mehr runter, auf jeden Fall, weil hier oben an Deck, ne, Kiste, da will da glaube ich nichts raus haben, oder? Rettungsfesten, nichts, was ich zurzeit... Nein, nichts, was er zurzeit braucht. Ja, und ansonsten gibt es hier ja nichts. Das haben wir ja im letzten Teil schon gesehen. Hier unten runter geht's auch nicht. Das heißt, es geht nur hier unter Deck weiter. Jetzt ist die Frage, diese durchsichtige Folie... Eine Folie mit seltsamen Strichen drauf. Genau. Das kann eigentlich nur was damit zu tun haben. Nein. Ach, Quatsch. Nein, was ist, wenn ich das hier... Damit auch nicht. Was ist das mit dem Bild? Hä? Das könnte passen. Nee. Mal sehen. Also. Da, Was ist denn das? Ach, und ich kann sie auch noch drehen. Was muss ich denn jetzt hier machen? Da sind auch hier ist ein Punkt. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Hat das was zu... Ah, guck mal hier. So vielleicht? Nee. Und was soll ich dann sehen? Soll ich so tun? Nee. Da oben ist ein Punkt. Das ist ein sehr interessantes Rätsel. Och, Leute. Es gibt hier auch keine Hilfe. Oh, nee. Freunde, ich glaube... Ich habe echt null Ahnung. Null. Ich werde hier mal, glaube ich, eine kurze Pause einlegen. Und mich dann... Da ist ja was auch eingezeichnet. Da, seht ihr das? Da. Werde mich dann... wieder melden, wenn ich hier was habe, weil im Moment absolut null Ahnung. Tja. Hier, es gibt null Hinweise. Ich komme nicht ins Inventar. Gar nichts. Freunde, ich melde mich wieder, wenn ich irgendwas habe. Bis gleich. Also Freunde, ich habe gerade wie ein Wilder hier einfach nur wild drauf losprobiert. Und hier unten, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich die Folie gerade hatte, weil ich hatte nicht aufgenommen. Hier unten einfach wild drauf rum. Und irgendwann hatte ich es dann. Und hat er gesagt, unten rum? Ja, genau, so. Die Folie passt perfekt. Sie zeigt einen Weg um die Südspitze von Afrika. Die Reiseroute ist Südwest, Süd, Südost, Ost, Nordost und Nordwest. Bitte was? Das Bild muss zusammen mit der Folie die Lösung für den Safe liefern. Die Route ist Südwest, Süd, Südost, Ost, Nordost und Nordwest. Oh Gott, okay. Südwest, Süd, Südost, Ost, Nordost, Nordwest. So weit bin ich, glaube ich, ja. Also Südwest ist hier. Dann kommt Süd. Nein, 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 nein. Oh. Ich muss die andere Maustaste. Südost. Nee, warte mal. East. Ja, ich muss Englisch. Das ist... So, dann East. Dann... Warte, warte. Nordost war das, glaube ich. Northeast. Und dann Northwest.
Ja! Freude, schöner. Das war die richtige Kombination. Das ist schön. Ja, dann nimm doch mal das, was da liegt. Ein Ring? Aha. Ein Ring mit einem auffälligen Symbol drauf. Sieht irgendwie keltisch aus. Ein Baum oder sowas. Das hilft mir aber nicht weiter. Aha. Eine 3,5 Zoll Diskette. Beschriftet ist sie mit Biddeford und dem Datum von heute. Das sieht schon eher nach einem Hinweis aus. Ah. Ich sollte mir den Inhalt gleich hier ansehen. Gleich hier. Wenn die Diskette keine entscheidenden Informationen enthält, muss ich halt weitersuchen. Aber so oder so sollte ich mich beeilen. Ich weiß nicht, wie lange Boris an Land bleiben wird. Mhm. Dann probier mal. Mist. Was ist denn jetzt los? Der Akku ist leer. Und auf dem Schiff ist kein Strom. Mal sehen, ob ich das ändern kann. Gut, dass wir das schon wissen. Also, Generator. Oh, der hat kein Benzin. Ja. Aha. Völlig trocken. Ich muss Sprit nachfüllen. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr geradlinig, würde ich jetzt mal sagen. So. Hier war doch irgendwo, ja, ein Benzinkanister. Jetzt wieder runter. Genau, schön zumachen, nicht vergessen. Unter Deck bitte. So, jetzt den Benzinkanister mit dem Sitz benutzen. Okay, naja. Wir müssen das Ding erst angucken. Zack, zack. In Ordnung. Bereit für den nächsten Versuch. So, und starten. Ah, wir haben Licht. Sehr gut. Aber auch ziemlich laut. Hoffentlich hört niemand das Geräusch an Land. Nein. Kommst du nur da drauf. So, Laptop. Mal sehen, ob der Inhalt der Diskette ein wenig Licht ins Dunkel bringen kann. Krankenakte Mrs. Michaels? Was zum? Miss Rebecca Michaels. Verbrennungen zweiten und dritten Grades an Händen, Armen und Beinen. Rückenfraktur, angebrochene Halswirbel. Blablabla. Aufgrund einer Sturzverletzung? Dieser Eintrag ist von 1973. Kurz nach dem Autounfall. Oder besser, dem angeblichen Autounfall? Was will Reginald Boris mit der Krankenakte meiner Mutter? Kennt er sie aus ihrer Zeit in England? Ich werde mich später darum kümmern. Erst einmal geht es um Angelina. Angelina, Angelina. Hey, Fullers Laden. Da steht jemand im Schatten. Es ist Mr. Biber. Er muss etwas über die Erpressung erfahren haben und ist ausgerastet. Und da ist Angelina. Sie geht in den Laden. Das ist der Beweis. Fuller war schon tot, als Angelina am Laden angekommen ist. Boris hat beobachtet, wie Mr. Biber Fuller ermordete. Dann muss er erst Angelina und anschließend die Polizei gerufen haben. Aber wozu das Ganze? Warum hat er sie verhaften lassen? War sie ihm im Weg auf der Suche nach meiner Mutter? Oder mir? Mann! Oh, boah. Guten Abend, Mr. Michaels. Sie! Sie! Bleiben Sie weg von mir! Das ist auf einem so kleinen Schiff schwer möglich. Meinen Sie nicht auch? Boah! Was wollen Sie von mir? Das ist alles recht kompliziert, glauben Sie mir. Aber wir werden genug Zeit haben, das alles zu klären. Wir beide werden eine kleine Reise machen. Das glaube ich kaum! Ah! Boah! Leck mich! Hab ich mich erschrocken! Scheiße! Scheiße! Wie kommt der bitte so schnell? Querbaum! Oh, was? Ich denke, ich kann hier nicht sterben. Oder war das The Moment of Silence? Ist ja geil. Querbaum, Querbaum. Bam! Jawohl! Sehr schön. Alter, habe ich mich am selben Abend erschrocken, wenn man so auf den Monitor starrt und dann auf einmal einem so zwei Augen anguckt. Da ist er! Es war wirklich mutig von dir, dich mit dem Kerl einzulegen. Naja.
Eigentlich hatte ich keine andere Wahl. Wenn du das sagst. Hauptsache, die Diskette war noch in Ordnung. Du hast mich damit gerettet. Ja. Nur schade, dass sie Boris nicht erwischt haben. Der wird schon wieder auftauchen. Ich hätte schneller zurückkommen müssen, aber mehr gab das Boot nicht her. Wir wissen immer noch nicht, was er eigentlich von uns wollte. Und wenn du jetzt alleine zurück nach England fliegst, wer soll dann auf dich aufpassen? Oh, es ist lieb, dass du dir Sorgen machst. Aber ich muss zurück. Und Boris scheint eher hinter dir und deiner Mutter her gewesen zu sein, oder? Mir wird schon nichts passieren. Ich wünschte trotzdem, du würdest hierbleiben. Oder ich könnte mitkommen. Das hatten wir doch schon. Du musst hier bei deiner Mutter bleiben, bis es ihr besser geht. Und in ein paar Wochen kannst du mich besuchen. Bis dahin weiß ich dann noch mehr über dieses geheimnisvolle Willow Creek. Was? Wie meinst du das? Ich werde Nachforschungen anstellen. Über Willow Creek, über Reginald Boris, über die Zeit, als deine Mutter auf diesem Schloss war. Das wirst du nicht. Bleib bloß weg da. Aber ich bin doch Historikerin. Es ist mein Leben, in der Vergangenheit zu wühlen. Mach dir keine Sorgen, Daryl. Ich werde dich vermissen. Und außerdem weiß ich ja, wer mich retten könnte. Oh, und das gibt ein Küsschen, ja. Eieiei. Oh, wie süß. Ein paar Tage später. Ein paar? Darren? Mhm. Es kam gerade ein Anruf aus dem Krankenhaus. Du sollst sofort rübergehen. Meine Mom! Oh, oh. Oh nein. Bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Ich hatte echt die Hoffnung, dass unsere Mom wieder irgendwie hinkommt. Also, ne? Auf jeden Fall scheint wieder die Sonne. Das ist schön. Komm, hallo, würdest du deine Hände mal in die Hand nehmen? Deine Füße in die Hand nehmen? Meine Güte. Mr. Michaels, es... Oh nein. Der Arzt möchte Sie sprechen. Ist irgendwas passiert? Gehen Sie doch bitte einfach durch. Oh nein, bitte nicht. Ah, Dick ist nicht mehr da. Oh nein. Darren, ich... Wo ist meine Mom? Deine Mom ist... Nein. Das Herz deiner Mom hat heute Morgen versagt. Scheiße. Was? Nein, das... Es tut mir wirklich sehr leid. Mom. Nein. Oh nein. Oh, Scheiße. Hallo. Hier ist Rebecca Michaels. Ich bin zurzeit leider nicht zu Hause. Hinterlassen Sie mir doch eine Nachricht, dann werde ich zurückrufen. Darren? Darren, bist du da? Er ist hier, Darren. Reginald Boris ist hier. Ich bin nach Willow Creek gefahren. Ich konnte nicht widerstehen. Verzeih mir bitte. Ich habe einiges über diesen Ort herausgefunden. Hier scheint es so etwas wie eine Verschwörung zu geben. Und ich glaube, Reginald Boris gehört dazu. Ich habe ihn heute gesehen. Und jetzt... Nein, nein, gehen Sie! Da! Darren, hilf mir! Hallo? Hallo! Angelina! Was geht denn jetzt hier bitte ab? Kapitel 3.
Aufwachen, wir sind da! Eddie? Das ist es also. Das einzige Hotel in diesem gottverlassenen Ort. In London musste ich in den Zug umsteigen und dann noch einmal 45 Minuten im Taxi sitzen. Ich bin hier mitten im Nirgendwo. Das Dorf Willow Creek liegt ein Stück die Straße runter. Aber ich sollte mich erst einmal hier umsehen. Angelina muss in diesem Hotel eingecheckt haben. Wow, Freunde. Dafür, dass seine Mutter gerade, in Anführungsstrichen, gestorben ist und all diese Dinge passiert sind, macht er einen sehr starken Eindruck, doch muss man sagen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. An seiner Stelle. Was haben wir denn hier überhaupt? Ein Vogelbad. Ein großes Vogelbad aus einer Marmorimitation. Es ist mit Wasser gefüllt, aber ich sehe keine Vögel weit und breit. Was ist es denn? Ob eine Vogeltränke in einem Land, in dem es ständig regnet, Sinn macht? Eine gute Frage. Eine nasse, unbequeme und etwas schäbig aussehende Holzbank, an der langsam die Farbe abblättert. Laubhaufen, was gibt's denn daran so? Ein großer Haufen nasser Blätter. Ein Gärtner muss sie mit dem Rechen vom Rasen zusammengekehrt haben. Der Haufen liegt noch nicht lange hier. Die Blätter außen sind klatschnass, aber etwas weiter innen sehen sie trockener aus. Der Regen hat also noch nicht alles durchnässt. Woher will er das sehen? Also, Röntgenaugen? Der Haufen liegt noch nicht lange. Wintergarten. Schick. Ein Wintergarten mit Stahlskelett. Man kann deutlich erkennen, dass er neueren Baujahrs ist als der Rest des Gebäudes. Mhm. Im Wintergarten stehen einige Tische und Stühle. Ich könnte mir vorstellen, dass er als Speiseraum genutzt wird. Zurzeit ist aber alles wie ausgestorben. Naja, das bleibt, glaube ich, nicht aus. Hinter den meterhohen Fenstern liegt die Lobby des Hotels. Ganz schön gewaltig für so ein kleines Landhotel. Die Worte Gordon's Palace wurden einfach auf die Markise gedruckt. Billig. Na, hey, rein damit. Ah ja, Gordon. Gordon kennen wir ja. Mal sehen. Oh, schick. Nabend. Oh, ein neuer Gast. Herzlich willkommen im Gordon's Palace. Mein Name ist Mary. Hallo, ich bin auf der Suche nach einer jungen Frau, die hier abgestiegen ist. Vielleicht haben Sie sie gesehen? Ja, vielleicht habe ich das. Vielleicht aber auch nicht. Wissen Sie, das ist ein verschwiegenes Hotel. Ich kann nicht über meine Gäste sprechen. Also ist sie Gast hier? Wie ich schon sagte, ein verschwiegenes Hotel. Ja, geradezu ausgestorben, möchte man sagen. Zurzeit ist nun mal gerade keine Saison. Es wird auch mal wieder mehr los sein. Dies ist das beste Hotel in Willow Creek und ein Ort mit Geschichte. Dies war einst das Sanatorium des grausamen Robert Gordon, dem Dr. Frankenstein von Willow Creek. Ach ja? Ja, ja. Er war der Onkel von Samuel Gordon, dem wahnsinnigen Mörder. Alle dachten, er wäre ein seriöser Arzt, der saubere Sir Robert. Doch in Wahrheit hat er verbotene Experimente an den Insassen des Sanatoriums durchgeführt. Üble Sache, üble Sache. Und dann dachte jemand, das wäre ein toller Ort für ein Hotel. Ja. Natürlich, natürlich. Direkt nach den Morden vor 12 Jahren kamen die Touristen in Scharen, wollten sich alles ansehen. Doch wo sollten sie übernachten? Es gab kein Hotel. Also habe ich dieses Gebäude gekauft. Die Insassen wurden natürlich direkt nach den Vorkommnissen weggebracht. Einige sind auch abgehauen. Aber auf jeden Fall hatte ich das Haus gekauft. Ich habe es renovieren lassen. Und nun ist es das beste Hotel am Platz. Wie viele Nächte wollen Sie bleiben, haben Sie gesagt? Eigentlich wollte ich nur wissen, ob Sie diese junge Dame gesehen haben. Ihr Name ist Angelina Morgan. Nun, mit Fremden kann ich nicht über Gäste reden. Wissen Sie, der Ruf des Hotels. Verstehe. Und wenn ich selber Gast im Hotel wäre, dann? Dann könnten wir natürlich einen kleinen Plausch darüber halten, wer zurzeit noch ein Zimmer hier hat. Also schön. Ein Zimmer bitte. Für, sagen wir, erstmal für 2 Nächte. Sehr gerne. Macht 90 Pfund. Ja, stolzer Preis. 45 Pfund die Nacht? Müsste jetzt mal den Umrechnungskurs
mal wissen. Oh, Zimmer 12. Was ist nun mit Angelina? Ist sie hier? Die junge Dame checkte vor einigen Tagen hier ein. Zimmer 13, direkt neben ihrem, Sir. Ach. Allerdings habe ich sie seit gestern Morgen nicht mehr gesehen. Danke. Zimmer 13, das ist hier den Gang runter? Ja, Sir. Sie selber haben Zimmer 12. Sie verstehen natürlich, dass ich Sie nicht in das Zimmer der Dame lassen kann. Sie wissen ja, der Ruf des Hotels. Damit bin ich schon mal einen Schritt weiter. Angelina war hier. Vielleicht finde ich Hinweise, was sie entdeckt hat und wem das nicht passte. Also wir erinnern uns ja noch aus dem allerersten Teil Black Mirror, hatten wir halt wieder das Sanatorium von dem Herrn Doktor, mir fällt der Name gerade nicht ein, wo wir auch öfters drin waren, wo wir auch im Vorhof auch in der Mülltonne rumgesucht haben und da auch schreckliche Dinge drin gefunden haben und ja, dann hier auch diese schrecklichen Leichenteile gefunden haben unten und die Vorstellung, dass jemand daraus jetzt ein Hotel gemacht hat, mit unserem Wissen, ist wirklich sehr makaber, muss ich sagen. Aber hey, wir schauen uns um. Eine Flasche mit Schnaps? Vielleicht könnte ich sie mitnehmen, wenn Mary gerade nicht hinsieht. Okay. Okay, hier gibt es sehr viel zu tun für uns und zu den Zimmern. Genau, das werden wir aber alles erst im nächsten Teil machen. Hier ist jetzt erstmal vorbei und ich denke mal, auch für heute ist es genug, denn ich muss morgen schon wieder früh raus. Und ich möchte die Teile jetzt noch rendern und hochladen, damit ihr heute Abend auch noch was zum Gucken habt. Wir haben es jetzt kurz nach 10:30 und wie gesagt, das Rendern und Hochladen dauert auch noch ein bisschen und deswegen ist jetzt für heute Schluss. Morgen, übermorgen, am Wochenende, ich weiß nicht, wann ich dazu komme, wird es auf jeden Fall weitergehen. Saints Row habe ich auch nicht vergessen und dann bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. Bis dahin, gute Nacht und bis dann. NRW über 18. Adieu.